Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier in der Kategorie Anhänger euch heute hier den Farmtech TDK 1600 euch heute hier vorstellen. Ja, ist eine slowenische Marke hier für kleine und mittlere Betriebe hier bestimmt. Das gute Stück ist auch hier für die Konsolen hier verfügbar. Ja. Schauen wir uns den mal so her genauer an. Ja, ich finde, er sieht schon mal ganz cool aus. Wir haben hier hinten auch, wie man sehen, Zugmaul, dynamische Schläuche. Ja, wenn wir dann natürlich alles auf Funktion natürlich testen. Das gute Stück kostet, so wie da steht, 25.500 Euro in der Anschaffung. Wir haben hier ein Ladevolumen von 14 Kubik und ein Eigengewicht von 3,6 Tonnen. Den Reifen drauf von Litzrad, den Implement, ja. Und Miete kostet das gute Stück 1445 Euro, Entschuldigung, nicht 1450, wie ich sagen wollte. Ja, Versprecher sind natürlich immer bei mir inklusive. Ja, wir haben jetzt hier den Reifenhersteller Litzard und dann als nächstes haben wir hier in Trelleborg, da gibt es hier das Ganze mit Breitreifen, dann als nächstes hier Michelin mit Breitreifen und dann wieder hier Litzard. Dann gibt es das Ganze natürlich auch ohne Abdeckung und natürlich Farbwahl ist hier auch. Wir haben hier, wie wir sehen, die Hauptfarbe hier einmal in Standardrot, dann in diesen Rot. Also das Hauptfarbe ist von den Rahmen gemeint, dann natürlich in Schwarz genauso. Designfarbe, ja, das ist hier die Plane, ja. Wenn wir natürlich die dann natürlich anwählen, könnten wir sie uns natürlich so kaufen. Und dann natürlich in diesen dunkelgrün oder für die Kommunal natürlich hier. Das Ganze sieht relativ, finde ich, cool aus. Kennzeichen natürlich war also, wie du es natürlich gewohnt bist. Wir haben das Ganze schon mal hier hergestellt. Wie wir hier sehen, sehen wir hier, also dynamische Schläuche sind hier vorne angebracht. Aufkleberlinsen sind hier vorhanden und wie wir sehen, das Ganze hier mit dem Verschleiß extra, den mal so für euch mal hier hingestellt, das Ganze, dass man sieht, was hier natürlich mit Abnutzung ist. Bei den anderen guten Stück ist natürlich hier das Ganze mit der Verschmutzung. Es sieht auch ganz gut, finde ich, aus. So her ist nicht dermaßen übertrieben wie manche andere Mods natürlich. Ja, und dann das Ganze natürlich hier wie aus dem Ei gepellt natürlich. So, wir nehmen hier natürlich den ein bisschen dreckigen für unseren Test. Ja, den haben wir auch schon hier befüllt. Wie wir hier sehen, ist auch die Plane hier ganz okay. So. Wenn wir auch gleich mal den anderen Hänger mal anhängen und dann das Ganze mal anschauen, wie das Ganze natürlich ist mit den Attacher, weil wir wollen es ja natürlich genau wissen. So, mal schauen, dass wir das hinten treffen. Ja. So, dann gehen wir mal richtig ran. Das sehen wir, wir sind ein bisschen weit weg, aber es ist nicht schlimm. Ups, ich sollte mal das Gerät hier wählen. Dann sehen wir hier Attacher Punkt, wie wir sehen, hier funktioniert. Die anderen Schläuche sind leider hier also ohne Funktion, wie wir hier sehen. Schade irgendwie, dass also die Pressluft hier nicht mit angeschlossen ist. So. Wir fahren jetzt zu unserer Abladestelle. Schauen das Ganze mal auch gleich mal an. Sehen wir hier einmal Blinker. Ist hier, wie wir sehen, hier mit Funktion. So, Warnblinke, Bremslicht, Rückfahrlicht haben wir keines, aber das normale Licht natürlich. Da sehen wir hier auch, also steigen wir besser mal aus. Die Begrenzungsleuchten, wir sind jetzt hier vorne, dann hier unten. Für, also wenn du nachts am Weg bist, irgendwo rausfährst, dass dich hier die sehen, sind wir hier, ja, finde ich ganz cool gemacht das Ganze. Also wir werden auf im Dunkeln hier gut gesehen. Das werden wir auch gleich natürlich uns auch anschauen. Finde ich auf alle Fälle, weil wenn wir schon sowas haben, müssen wir das auch richtig testen natürlich. So, jetzt sind wir mal hier. Sehen wir, sieht das Ganze so her aus. So.
Sehen wir hier. Sieht echt schick aus. So, mal schauen, dass wir bei den Hecken vorbeikommen. So. So. Dann fahren wir gleich mal hierher, laden das Ganze mal ab, testen mal hier die ganzen Funktionen vom Abladen natürlich. Aber dafür gehen wir hier in unsere Tagesschicht wieder über. Und sehen wir ja nichts. So. So, sehen wir jetzt einmal, wir haben hier also Abladeseite hinten. Ja, dann testen wir das gleich mal hinten. Sehen wir mal, hier geht die Plane gleich weg. Her. Finde ich, hätten sie auch lassen können, dass man das auswählen kann. Dann geht es von oben, wie wir sehen, her runter. So, dann testen wir gleich das noch einmal. So. Starten wir gleich hier mal die Befüllung. So, dann gehen wir hier Abladeseite Kornschieber. Und wir können links und rechts, also das ist echt cool. Gehen wir mal auf die rechte Seite. Geht nach unten weg, finde ich, ist wirklich gut gemacht. Die Kante her, ja, das ist leider hier in LS so her, nicht so wie früher. Es war früher, hat es mir ganz gut gefallen. In 15 war es wirklich sehr gut gemacht. So, jetzt gehen wir wieder rein, laden das gute Stück wieder voll. Gut, dass es ein Spiel ist, nicht Realität ist, konnte man das nicht machen. So, und dann natürlich gehen wir hier, sind wir jetzt hier hinten, jetzt machen wir den Kornschieber. Gut, die Animation war echt cool. Schauen wir nochmal her. Die ist wirklich sehr schnell, muss man wirklich sagen. Da kann man auch richtig mal gut schauen, wie das Ganze nach oben drückt. Finde ich jetzt gut dargestellt. So. Ja. Befüllen das Ganze. So, dann schauen wir mal. Lässt noch nicht fertig. Lass es bitte mal unten sein. Müssen so schnell. Also, jetzt haben wir die linke Seite noch, dann werden wir ja natürlich dann durch. Was war? Jetzt müssen wir nochmal zurückfahren, dass der Trigger da wieder greift, würde ich mal sagen. Wundert mich eigentlich, außer der ist gewanderte Hänger. So. So, jetzt sind wir hier, linke Seite. Steigen wir mal aus, schauen uns das Ganze mal an. Sieht jetzt so her aus. Hier nach unten kippt, jetzt hier so her. Gehen wir hier seitlich mal ran. Schauen wir mal, was hier natürlich noch animiert vielleicht ist. Ob hier die Riegel hier animiert sind. Das wäre auch interessant. Nein, es sind leider nicht animiert. Schade irgendwie. Aber cool finde ich natürlich bei dem Mod, muss man wirklich sagen, dass der Schmutz geht hier auf die Aufkleber. Das habe ich schon bei einigen Mods gesehen, dass die hier also immer sauber bleiben, dass nicht schmutzig werden. Das hier geht es doch überall drauf. Das gefällt mir ganz gut, muss man wirklich sagen. Und wir schauen uns auch jetzt hier anschließend hier unsere Logdatei mal an. Da sind wir hier unsere Logdatei.
ist hier lokfehlerfrei. Das finde ich ist wichtig für ein gutes, sauberes Spiel, muss man dazu auch noch sagen. Ja, ich hoffe, es hat dir hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaust du da rein, würde mich freuen. Natürlich hier über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.